have you ever felt? Are you listening? Damn. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Make-up-Tutorial von mir. Und zwar nehme ich als erstes diese Augenbase von Catrice, die ich mir auf mein komplettes Augenlid gebe. Sie ist wirklich sehr gut, sie lässt die Farben sehr gut rauskommen. Also ich kann sie wirklich mit der Urban Decay Primer Potion vergleichen. Und das verteile ich mir mit dem Ringfinger auf das komplette Lid. Und dann nehme ich als nächstes die Farbe Aprikotot von den P2 Lidschatten und gebe mir das auf das komplette bewegliche Auge. Hierfür nehme ich die Pinsel von Luvia, die sind wirklich sehr gut. Ich verlinke sie euch in der Infobox, ich habe sie wirklich sehr, sehr gerne getestet. Und dann nehme ich den Farbton Rosy Poach von P2 und gebe mir den ebenfalls mit dem Pinsel von Luvia in die Lidfalte. Als nächstes nehme ich von Catrice Limited Edition in der Farbe Radiant Rose und gebe mir das einmal unter die Augenbraue in den Innenwinkel und so ein bisschen auf das Zentrum des Auges und verteile das ein bisschen mit dem Ringfinger, damit das gut verblendet ist. Jetzt nehme ich den Augenbrauenstift von Lacura, den ich wirklich sehr gerne mag. Das seht ihr ja an der Größe, der ist fast aufgebraucht und damit fülle ich mir meine Augenbrauen auf. Als nächstes nehme ich dann von P2 aus der Beyond Lagoon Edition dieses Augenbrauengel, das ich wirklich sehr gerne mag. Ich habe es mir jetzt schon ein paar Mal nachgekauft, denn es wird es bald nicht mehr geben, denke ich, weil es ja eine Limited Edition ist. Und ihr seht schon, dass es meine Augenbrauen etwas aufhält und sie dann zu meinen Haaren passen. Und dann nehme ich so einen braunen Eyeliner-Lidstrich-Dings und gebe mir das einmal auf die Wasserlinie, um das Ganze zu verdichten und nehme hierfür diesen abgeschrägten Pinsel. Diese Pinsel sind übrigens alle aus einem Set und die sind wirklich alle sehr, sehr gut. Und dann nehme ich als nächstes von Benefit die Farbe Nutmeg und mische das Ganze mit dem Radiant Sand, mit der Radiant Sand Foundation, die ich sonst trage von L'Oreal. Und das gibt dann für den Sommer diesen perfekten Farbton und nehme dann einfach so ein Zebra und nehme mir das Überschüssige wieder runter. Als nächstes nehme ich den Pro Longwear Concealer von MAC in der Farbe NW25 und verteile das mit dem nassen Beauty Blender bzw. feuchten Beauty Blender unter meine Augen, auf meinen Nasenrücken und auf mein Kinn. Und um das Ganze so ein bisschen noch zu verblenden, nehme ich einfach einen Pinsel und blende das Ganze ein bisschen aus. Als nächstes nehme ich von Benefit den Hoola Bronzer und konturiere mir meine Wangenknochen und natürlich meine Stirn und meine Nase etwas. Als nächstes nehme ich von MAC dieses Emphasize Puder. Das bekommt ihr bei MAC Pro leider nicht im Douglas. Es ist ein so loses Ding. Ich habe das einfach in einen leeren Bobbi Brown Contour-Dings reingetan, weil ich sonst keinen Platz dafür hatte. Und ihr fragt mich immer, welchen Pinsel ich dafür verwende. Das ist dieser hier von Sigma. Ihr findet den in der Infobox. Dann nehme ich nochmal vom P2 die Aprikotot und gebe mir das unter meine untere Wasserlinie, unteren Wimpernkranz und diesen rötlicheren Ton. Und den gebe ich mir auch nochmal unter den Außenwinkel. Dann, um das Ganze so ein bisschen, ja, nicht so ganz so rot aussehen zu lassen, nehme ich Wedge von MAC und gebe mir das so ein bisschen über das Rötliche, damit das so ein bisschen noch ins Bräunliche geht und das nicht so krank aussieht. Dann nehme ich die The Real Mascara und gebe mir meine erste Schicht Mascara auf. Und ja, ich kann euch die Mascara absolut ans Herz legen. Ich nehme jetzt gleich noch die zweite Mascara und zwar ist das von Maybelline. Diese neue Mascara, die seht ihr genau jetzt. Genau, die Lash Sensational heißt sie, ja. Und die mag ich auch sehr gerne. Die gebe ich mir auf die oberen und auch auf die unteren Wimpern auf. Dann habe ich noch dieses Päckchen zugeschickt bekommen von Luvia. Ich habe die zum Testen zugeschickt bekommen und zeige euch mal einfach alle Farben. Und zwar nehme ich hier das erste, das nennt sich First Love. Und es ist so ein richtig krasses Pink. Das ist so ein Ultra Pink, das sich super eignet für den Sommer. Die Lippenstifte sind ultra cremig, sie lassen sich so aufdrehen. Und ja, als nächstes nehme ich dann die Farbe Fuchsia's Touch, nennt sie sich, genau. Da sind genau 6 Lippenstifte in dem Set drin und ich finde alle sehr cool. Sie sind super cremig und sie sind langanhaltend. Wenn ich die nämlich wieder runternehmen wollte, war das eine kleine Tortur, deswegen hat dieses Video eine halbe Ewigkeit gedauert. Und das ist eher so ein winterlicher Ton gewesen. Und hier kommen wir zu meinem Lieblingston, das ist so ein roter Ton, der nennt sich Red Berry und den finde ich wirklich sehr, sehr schön. Der nächste rote Ton geht so ein bisschen ins Orangene, der nennt sich Rosso Amamo und irgendwie, keine Ahnung, ich schreibe euch das in die Infobox. Und jetzt kommen wir zu meinem allerliebsten Ton und zwar ist das Sparkling Nude
Ich kann euch nicht beschreiben, wie dieser Lippenstift in echt aussieht. Der ist wahnsinnig schön und schimmert so wahnsinnig schön, dass ich ihn auch direkt als Highlighter genommen habe. Also habe ich ihn mir noch auf die Wangenknochen und auf meine Nasenspitze gegeben. Und ich bin froh, dass ich das testen durfte. Das war wirklich eins meiner Highlights, dieser Lippenstift. Und dann nehme ich von Benefit diesen Ton hier, den ihr auch in der Infobox verlinkt findet, weil ich ihn nicht aussprechen kann. Und nehme mir einen Blushpinsel und gebe mir das so ein bisschen auf die Apfelbäckchen. Und dieser Blush riecht nach Rosen, 1:1 nach Rosen, das ist der Hammer. Und dann mache ich mir meine Haare auf, wie ich die einfach zusammengekriegt habe, zeige ich euch gleich. Und zwar hat mich da gerade die Nilo angerufen per FaceTime, deswegen zeige ich ihr gerade, wie ich meine Haare aufmache. Und so sieht das Ganze aus, die habe ich natürlich ohne Hitze hinbekommen. Ja. Willst du nicht Hallo sagen? Ach so! Ja, und hier seht ihr, wie ich meine Haare flechte, ganz einfach zu einem normalen französischen Zopf, immer die Strähnen aufeinander legen und dann zu einem Zopf flechten. Ich glaube, davon gibt es 100 Tutorials und dann nehme ich von Reval de Loup dieses Hydro Wasserspray, weil meine Haare eben nicht nass waren und das sprühe ich mir komplett die Haare mit nass, damit das Ganze so ein bisschen, ja, damit sich die wirklich richtig wellen. Und dann lasse ich sie so ein bisschen ruhen und lackiere mir meine Nägel. Von Essie ist das der Ton Spaghetti Strip. Genau. Und hier seht ihr, wie die Haare offen aussehen und ich finde das Ergebnis toll dafür, dass wirklich gar keine Hitze verwendet worden ist. Und das finde ich ist ganz wichtig für den Sommer, weil es ist wirklich schon warm genug und da brauchen wir absolut gar keine Hitze. Und dann würde ich euch noch bitten, bei der lieben Hanadi vorbeizuschauen. Sie hat nämlich ein Summer Glowy Beach Look abgedreht und ihr findet ihr Video auf jeden Fall in der Infobox und lasst ihr liebe Grüße von mir da. Ich werde mir das Video jetzt auch anschauen und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Freitag und ein tolles Wochenende und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.